So, 3 Tage noch bis zum Urlaub. Wir fangen jetzt an, den Wohnwagen zu bepacken. Meine Frau hat gesagt, da geht noch was. Was geht da noch? Tu mal bitte die Box runter. Sie ist etwas überladen, aber Miriam hat noch einen Hohlraum entdeckt. Ich muss jetzt mal hier. Da hat sie einen Hohlraum entdeckt. Der muss noch befüllt werden. Da geht noch was. Das ist jetzt vor allem die Kleidung. Was zu Okay. trinken für die Fahrt. Das müssen wir gleich noch mitnehmen. Wir haben noch ein bisschen zu tun, Ja, ne? hier ist das ist noch satt. 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 Wir sind schon ganz doll. Ja. Und ich fürchte, morgen dürfen wir alles wieder ausladen. Nein. Doch, Quatsch. weil alles viel zu viel ist. Stimmt, morgen geht's auf die Waage. Und da werden wir dann mal gucken, dass wir nicht über unsere 1500 Kilo kommen. Vergiss es. Wie vergiss es? Man muss immer positiv denken. Think positive. So, Schlüssel. Wohnwagenschlüssel? Hatte ich doch gerade. Nicht, dass wir ihn jetzt vergraben haben. Guckt mal mit. Nein, da ist er nicht. Warte. Bärchen. Das war jetzt zwei Also, Aufsätze. Bärchen war hier irgendwo. Du hast jetzt Bärchen wahrscheinlich. Nee, hier ist Bärchen nicht. Wo ist Bärchen hin? Boah, Leute, das ist doll. Du musst sie in deiner Tasche irgendwo haben. Aua! Das war das. Ja, wir sind toll. Hast du Bärchen drunter reingeworfen? Ich hatte Bärchen eben. Nein, Wo Bärchen ist nicht. Bärchen denn hin? Bärchen, aua! Ach, Bärchen ist doch noch hier drin. Bärchen ist zwar nicht Bärchen, Bärchen ist ein Moin. Hund, aber gut. Aber der heißt für Ewigkeiten Bärchen. Der Schlüssel. Eigentlich hätte der Wohnwagen Bärchen heißen müssen. So, Schatz, wir haben wieder was vergessen. Die Stütze. Die Stütze! Der Kandidat hat 100 Punkte. Kannst du mal bitte. Nein. Okay, dann lass mich durch. Ich werde jetzt in den Keller rennen. Fahr mich nicht tot. Aua! Ich werde jetzt mit euch in den Keller rennen. Ich werde den Akku holen. Ah, Leute, Italien ist bestimmt schön, aber der Aufwand ist schon riesig. So, Akku. Licht wieder aus. Tür wieder zu. Ab nach oben. Akkuschrauber. So. Nala, du bleibst noch bitte eben hier. Haben wir den Haustürschlüssel? Ist viel wichtiger. Ja, haben wir. Hast du einen Akku? Ja, natürlich. Deswegen bin ich ja gerade runtergelaufen. Und Akku. Akku drauf. Und los geht's. Die erste Hose liegt. Das ist dein. Wird überrollt. Warte, ich meine, ist klar. Und ab zum Wohnwagen. Weil leider haben wir vor unserem Haus keinen Stellplatz. Von daher müssen wir uns hier mal einen Parkplatz suchen. Und da muss man halt ein bisschen laufen, ne, Heuoppen? Vatertagsausflug im Sommer. Hey. Wir sind echt doll. Ey, wie soll das erst in den nächsten Tagen werden? Es sind doch noch 3 Tage. Das ist ja ganz ehrlich, ohne die Kamera wird das stressiger ablaufen. Mit Kamera versuchen wir noch irgendwie freundlich miteinander umzugehen. Wir sind immer freundlich miteinander, lasst euch nichts sagen. Oh. Alter, wollte ich denn festhalten? Er schwankt.
Ja, ich halte die Kamera fest. Was fällt euch auf, Leute? Mir, ja. Ich habe den Akkuschrauber. Und wir können auch tauschen. Guck wieder zu. Wir können auch tauschen. Warte. Miriam fährt gegen Busch. Da steht der Wohnwagen. Fuffel ist bereit. Wenn es nach Fuffel geht, können wir losfahren, denke ich mal. Was wir leider nicht mehr geschafft haben, ist das Ding zu reinigen. Naja, ist halt so. So, ich lege jetzt mal den Akkuschrauber hier drauf. Und jetzt mache ich euch mal eben aus. So, Stütze ist rausgefahren. Jetzt räumen wir mal den Wagen ein. Kinder schlafen hoffentlich schon, ne? Wir sucht schon wieder. Das haben wir vergessen? Nee, das sieht so ausgelaufen aus. Sieht so ausgelaufen aus. Hauptsache, sind nicht weggelaufen. Und wir haben das letzte Mal, als wir im Urlaub geflogen sind. Wir haben das alles in den Koffer gekriegt. Tja. Oh, hier ist etwas duster drin. Mal gucken, ob man das auch im Video gut erkennt. Aber ich denke schon. Zumindest laut dem Display hier. Soll ich dir mal Sachen angeben? Nee, sag mal, wie wir es hier einrichten wollen. Hier ist schon mal ein perfektes Gegengewicht für hinten. Damit die Stützlast vorne nicht so hoch wird. Was? Das nehmen wir mit, ne? Ja. Aber wir können es hier auch noch ein bisschen heller machen. Schatz, mein Arm fällt ab. Schatz! Heller! Naja, okay. Versuch was wert. Ah, nee. Das Fenster ist auf, wusstest du das? Was ist auf? Das Fenster? Nee! Das ist nicht gut. Weil irgendwann soll es gewittern, glaube ich, übermorgen. Gut, dass wir das noch gemerkt haben. Oh, nee. Heiligs Blechle hier. Was gucken wir mal hier? Lopend, das ist zu. So. Oh, das war gemein. Hier ist der Schrank für die Kinders. Kommen ganze Kindersachen rein. Und Mama und Papa müssen damit vorlieb nehmen. Ich mach die mal auf. Oh, kann man gleich die Sachen reintun. Oh, guck mal, da sind Unterbuchsen von mir. Hier sind auch noch Unterbuchsen von der Mama, glaube ich. Masken haben wir auch noch hier. Taschentücher brauchen wir auch nicht. Hier ist auch noch Sonnenmilch. Aha, ich brauche aber Pflaster. 50er. Brauchst du den großen Drachen? Er wiegt nichts. Das ist nicht unser Problem. Nein, der ist nicht unser Problem, würde ich auch sagen. Ja, nein, ich sage jetzt nichts. So. Wir räumen mal eben ein bisschen ein und dann schalte ich euch wieder dazu. Du hast dich noch nicht bei mir entschuldigt. Wer? Zuschauer? Du. Was soll ich mich denn entschuldigen? Ja, du warst ganz genau warum. Macht mal ab heute noch. Hab dich lieb. So Leute, das ist der absolute Brüller. Ich zeig euch jetzt was, okay? Das ist der Platz von meiner Frau, den ihr seht. Bis hier. Ich gehe ein bisschen weiter weg, dann sieht man die kleine Ecke, die ich da hinten habe, die noch leer ist. Und das ist auch alles von meiner Frau. Für mich bleibt also diese kleine Ecke. Ist das dein Ernst? Ja. Ohne Worte, ohne Worte. Hilfe. Ein armer alter Mann, hilf mir auch. Nein, nicht so fest! Also, Christian, musst du mal kurz unten drunter gucken, weil wir haben hier ganz komische Kreise. Nein, die sind von den Reifen. Ja, er hat jetzt festgestellt.
Handgriffe von den Reifen. Habe ich dir auch vorher gesagt. Du hast gesagt, runtergucken. Ja, stell dich jetzt mal klar hier. Und er wieder. Penibel ist die Dinger hier am gerade Rücken. Nein. Nee. Ich will in Urlaub. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich brauche Urlaub. Also, erste Ladung haben wir verstaut bekommen. Noch fällt nichts auf. Sieht noch alles sehr leer aus. Und auch unsere Schränke sind noch. Da sind unsere Kappen, unsere Jacken, Strickjacken. Leer, leer, leer. Unterwäsche der Kinder. Warme Sachen. Elias und Luisa zusammen. Elias. Trikots vorne. Trägt er eher meist. Genauso wie Luisa. Trikots vorne und hindurch etwas schickeren. Und leer. Also Christian ist begeistert, wie gut wir gepackt haben. Ich habe zuerst rausgeräumt und geguckt, was ich mitnehmen will, und Christian hat aussortiert. Badezimmer, Handtücher, nochmal Großeinkauf bei Decathlon, Krimskrams und da ist die Sachen zum Duschen für uns drei. Also noch, sieht's gut aus. Christian rennt schon wieder. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? So, Christian rennt. Wohnwagen lasse ich jetzt mal kurz auf. Und dann holen wir die zweite Ladung. Ja, weiter sieht hier nicht so gut aus. Eigentlich wollte ich euch zeigen, was wir jetzt noch alles aus dem Wagen rausgeholt haben, obwohl wir eigentlich schon gedacht hatten, wir hätten alles. Eigentlich hatten wir schon alles ausgeräumt und das haben wir noch rausgeholt. Wir sparen Gewicht, wo wir nur können. Hoffentlich haut das hin morgen. So, wir machen einen Sprung von 2 Tagen. Der Wohnwagen ist eingeräumt. Wir sind startklar und jetzt gleich geht's los. Mama macht noch letzte kleine Handschläge am Wohnwagen. Ich habe angekoppelt. Kinder? Ja? Seid ihr bereit? Natürlich, ja. Was haben wir jetzt? Urlaub, Urlaub, Urlaub. So, zeige ich euch nochmal die Olle. Und damit soll es auch für das erste Video gewesen sein. Weiter geht's dann mit dem zweiten Video. Das wird dann die Anfahrt sein. Und dann melden wir uns vom Platz. Bis dann. Happy. Tschüss.